Das Werkleitsfestival 2019 nimmt das Erbe des Bauhauses aus Sicht aktueller künstlerischer Produktionen in den Blick. Dieses inspiriert durch die einander zugewandten Spannungen zwischen den Begriffen Modell und Ruine. Kritik am Bauhaus ist Legion, dennoch bedienen wir uns heute an dem, was das Bauhaus an Aktualität bereithält. Wir fangen somit nicht bei Null an und wir verkünden auch nicht das Ende der Geschichte. Vielmehr scheint es uns heute darauf anzukommen, Kontinuitäten zu erkennen, die gleichzeitige Gegenwart verschiedener historischer Zeiten zu akzeptieren und auf ihre Potenziale hin zu untersuchen. Und damit herzlich willkommen zur Eröffnungsfeier von Modell und Ruine. Eine gut aufgelegte Gesellschaft hatte sich auf den Treppenstufen des herzoglichen Mausoleums im Georgengarten in Dessau niedergelassen und hörte sich die Reden der Verantwortlichen an. Wie fast alles, was in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt mit Kultur zu tun hat, widmet sich auch das Werkleitsfestival dem Bauhausjubiläum. Und wenn der theoretische Überbau richtig verstanden wurde, dann ist eine Ruine ein Symbol für das, was überwunden übrig bleibt, und ein Modell ein Symbol für das, was zukunftsfähig entstehen könnte. Und das hier ist ein Modell einer Ruine. Werkleitz bietet hier in Dessau jetzt einen Beitrag im Rahmenprogramm des Bauhauses, der zu denen zählt, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe. Denn Werkleitz Spezialität ist, vergessene Orte wieder in die Erinnerung zu rufen. Und hier, wo wir im Moment gerade stehen, das Dessauer Mausoleum, ist so ein Ort, der es verdient, nochmal in die Erinnerung gehoben zu werden und von hier aus dann die Verbindung zu schlagen über das Georgium zu den Meisterhäusern. Das ist Dessauer Geschichte pur. Dazu haben in diesem Jahr eine Reihe nationaler und internationaler Künstler und Künstlerinnen ihre Beiträge geleistet, darunter auch Preisträger der aktuellen Biennale in Venedig, und diese, nennen wir sie Projekte, sind im Mausoleum an verschiedenen Orten des großen Raumes zu sehen und zu erleben. Ein atmosphärischer Überblick. Alle Arbeiten stehen immer im Gegensatz zu dem, was vom Gestaltungswillen der Baumeister des Mausoleums Bestand gehalten hat, verbunden mit den selbstverständlichen Symbolen christlicher Ikonografie. Und dazwischen klingelt ein Telefon. In den meisten Installationen geht es um Spurensicherung und den Versuch, ein Schlaglicht auf Alltägliches zu werfen. Und diese Versuche setzen sich auf dem Weg durch den Park fort. Nicht alles gehört zum Festival, aber dieses verwüstete Atelier ist Teil der Aktion. Ein altes Gebäude. Ob die Decke in der Ecke dazugehört, bleibt der Interpretation überlassen. Im Inneren eine Videoinstallation eines amerikanischen Parkplatzes. Gegenüber, mitten auf der Wiese, ein riesiger Greenscreen. Bleibt offen, wer von den Besuchern in der Lage ist, die damit verbundenen technischen Möglichkeiten auch umzusetzen. So bleibt als optischer Reiz der Gegensatz zwischen historischer Architektur, dem englischen Landschaftsgarten und den künstlerischen Arbeiten. Rein künstlerisch scheint es so, aber es waren beides eben in ihrer Zeit innovative Geister. Mit dieser Prachtentfaltung ist ja unter anderem der Name Fürst Franz verbunden, des Gestalters des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches, ein Mann der Aufklärung. Und von da aus ist es ein kurzer Weg zu den Bauhäuslern, die unter anderem wegen dieser Geschichte der Stadt nach Dessau gekommen sind. Und insofern verbinden sich jetzt hier und heute rund 200 Jahre Stadtgeschichte, wenn man so will, vom Fürsten Franz zu Gropius.
Barocke Aufklärung, Fürst Franz von Anhalt, Bauhaus und Walter Gropius. Stellen wir uns jetzt einmal vor, was vom Werkleitsfestival 2019 in 250 Jahren übrig bleiben wird.